dagegen kennen, sollten sie bei denen anfangen. Okay, dann ciao. Wiedersehen. Ja, nee. Ich bin kein Ghoul, aber ich rede trotzdem noch komisch. Wie kommt man eigentlich da runter? Hier durch wahrscheinlich, aber da darf ich nicht runter. Weil das so tun würden, als würde ich dann sterben. Ja, so tun, als würde ich dann sterben. Mal überlegen. Schrotthändler. Ah, der scheint mir schon einen Tipp geben zu wollen. Ah ja, ist noch hoch. Ist klar. Ich will nur gucken, wo ich hin muss. Gut, dann auf nach Novak, würde ich sagen. Sie können an allen Werkbänken, Lagerbäumen und Ladebänken Gegenstände herstellen. Einige Begleiter bieten sogar die Möglichkeit. Dankeschön. Okay, gehen wir erstmal da hoch. Ich will ein Pferd oder so. Eins mit drei Köpfen. Die mich hier lang reiten kann. Howdy. Howdy, genau. Das muss ich allen zurufen. Oder ein Auto. Oder eine Flugrakete. Das weiß ich nicht. So, das da vorne sieht an einem Schrotthändler aus. Aber ich habe Angst. Das sind nämlich Hunde davor. Aber die werde ich jetzt erstmal in Frieden lassen. Oh, die scheinen mir auch nicht bös gewillt zu sein. Dann packen wir die Waffe wieder weg. Hi, Wuffi. Wie was tun? Basura und Colmillo. Basura und Colmillo. Rapcon O-Sessel. Oh Gott, bin ich hässlich. Naja. Klappe. Okay, vielleicht sollte ich das nicht auf dem Wege klären. Das ist bestimmt teuer. Hallo, Lady Gibson. Hallo. Ich bin die alte Lady Gibson. Dachte ich mir. So nennt man mich zumindest. Ich habe diverse Dinge zu verkaufen und kann auch ganz gut reparieren. Vielleicht haben Sie das riesige Gebäude im Norden bemerkt. Das ist Helios One. Die RNK hat dort das Sagen, also ist es Sperrgebiet für Prospektoren. Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Ist mir ein Vergnügen. Herzbube. Hundenapf. Da, da, da. Fokussieroptik für Lasergewehre. Mehrere Spritzen. Ich weiß, dass ich hätte das fragen können, aber Stimpack. Ich dachte mir, dass das vielleicht nicht unbedingt so die beste Möglichkeit wäre. Das ist bestimmt teuer. Naja, verlassen. Danke. Haben Sie Schubkontrollmodule von Rapcon auf Lager? Zufällig habe ich einige Schubkontrollmodule, aber sie sind teuer. 500 Kronkorken, um genau zu sein. Vielleicht jetzt lesen können, wenn ich sie nebenbei vorlesen würde. Kann ich beides nicht. Ah, okay. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Tipps des Tages. Ja, sowas in der Art dachte ich mir. Aber, hey, so. Jetzt töten wir den Kissen nicht. Retten? Gut, dann würde ich sagen. Hi, Chris. Haben Sie die Komponenten gefunden, über die wir geredet haben? Déjà-vu. Hier. In der Tat. Das haben Sie. Und Sie scheinen in exzellentem Zustand zu sein. Ja, die sind frisch vom Schrottplatz. Kann der Starter ein paar Minuten warten? Aber wirklich nur ein paar. Uns geht die Zeit aus. Beeilen Sie sich, damit wir anfangen können. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das sagen kann, dann habe ich auch noch irgendwas zu tun. Hier noch irgendwas Gottverdammtes, was ich vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise Nein. Wo ist denn hier der Eingang? Die Speicheranlage benutzen? Nein. Ich will nicht, dass es sich kaputt machen möchte, was ihr haut es einfach ab. Es ist beinahe schon Zeit für die lange Reise.
Ja, das ist es auch. Die Raketen sind bereit. Auf. Ja, ich sage Jason, dass die lange Reise beginnen kann. Wir haben alles, was wir zum Start der Raketen benötigen. Hallo. Die lange Reise kann beginnen. Hallo. Versammelt euch. Möge der Schöpfer mich leiten und mir helfen, die Wahrheit zu sprechen. Der allmächtige Schöpfer hat unsere Gebete erhört. Die Zeit ist für uns gekommen, die Raketen zu betreten und die lange Reise zu beginnen. Nicht jetzt! Obwohl es so aussehen mag, dass alle Menschen uns verachten, hat der Schöpfer es für richtig befunden, uns etwas anderes zu lehren. Die Reise vor uns wird erst durch das Eingreifen zweier menschlicher Freunde möglich. Der eine neu, der andere schon lang ein treuer Gefährte. Unserem neuen Freund sagen wir Dank und versprechen nie zu vergessen, wie er die Dämonen beseitigte, die unsere Reise vereiteln wollten. Chris hingegen schulden wir mehr als nur Dank. Chris, du hast die lange Reise Wirklichkeit werden lassen. Von nun an bist du für uns der Heilige der langen Reise. Niemals sollst du vergessen werden. Ich bitte dich, Chris, vergib uns. Gib uns deinen Segen und du sollst unseren erhalten. Suchende, betretet die Raketen und nehmt eure Plätze ein. Die lange Reise erwartet uns. Auf in das gelobte Land, in die weite Ferne. Ich glaube, jetzt passiert guten irgendwas. Guten Abend. Hey. Haben Sie ihn gehört? Mein Gott, Sie hatten die ganze Zeit recht. Ich bin kein Ghoul. Die haben mich nur benutzt. Wenn Sie könnten, würden Sie sie mitnehmen, Chris, aber das würde Ihren Tod bedeuten. Und sterben wäre schlimmer als das hier. Benutzt und weggeworfen zu werden wie Müll. Sie werden sie als Heiligen verehren, Chris. Oh, ich habe also die Menschheit erlöst. Bullshit. Die Menschheit kann mich nicht ausstehen. Das ist nicht wahr, Chris. Das ist schon, sie sind schon in Ordnung. Sie wollen also, dass ich sie auf ihren Abenteuern durch das Ödland begleite, ja? Das habe ich nicht gesagt, aber die Straße runter gibt es eine kleine Stadt namens Snowback. Wieder unter Menschen leben, schlagen sie das vor. Das ist wohl die einzige Chance, die ich habe. Vielleicht wird es diesmal anders. Ich war bisher nie ein Heiliger. Unglaublich, dass ich das mache. Aber ich versuche es mal. Starten Sie mal die Raketen. Ich mache mich auf nach Novak. Ich? Mit dieser Kaffeetasse oder dem Klemmbrett? Was zur... Wo soll ich denn hin? Lokale Karte. Weltkarte. Hä? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich verstehe das nicht. Aussichtsplattform. Ich gehe da mal hoch. Vielleicht sagt er mir irgendwas. Ich soll es jetzt zur anderen Seite raus, aber... Ja, soll ich da wieder rein? Dann einfach mal diese Pfeilchen nach, so wie immer. Wenn einen irgendwer fragt, ja, worum geht's denn in Fallout New Vegas oder Fallout 3? Dann können wir immer antworten, ach, das ist eigentlich ganz einfach. Du hast nur so ein paar Pfeile, den rennst du nach und dann passt es. Zwischendrin noch ein bisschen ballern und das war's. Immer geradeaus, so ziemlich. Was war denn hier? Ach, hier war das. Ah, da sind die Treppen. Ich dachte, die hätten sie wieder eingeklappt. So. Und jetzt. Ich hab so das Gefühl, hier passiert noch irgendwas. Ich speichere voll das Hammer ab. So, Recon-Anlage.
So, wo soll ich jetzt lang? Kahle Karte. Ach, nach oben wieder. Okay, wenn sie denn meinen. Ja, das Musik, das nervt. Das nervt nicht, das ist höher. Gell? Du wisst, was ich meine. So. Kann ich die benutzen? Auch nicht mehr. Super. Gut, gut. Und jetzt? Den Pfeilchen nach. Das sagt hier lang. Und hier längs. Startplattform. Musik starten, Funksignal erfasst. Was? Radio. Ich hoffe, ich tue das richtig. Ich sollte halt irgendwas mit der Berechnung machen. Okay. Ah, Startplatz. Sie haben sich bei der Gruppe von Menschen mit einer Ruf erarbeitet, bla bla bla, egal ob gut oder schlecht, wenn sie was tun, erhalten sie Ruhm. Sie tun was schade, da hätten sie Verrufenheit, neutralen Ruf, beginnt. Guter Ruf, lächelnder Unruhestifter. Ziemlich gut, ein wenig böse. Gutmutiger Gauner, bla bla bla. Okay, weichherziger Teufel. Dunkler Held. Schlechter Ruf. Wildfahren. Naja, ciao. Yeah, ich blieb in Nürnberg. Wunderschön. Stufenanstieg. Siebzehn Fertigkeitspunkte, dann würde ich sagen, machen wir Fältchen erstmal auf 30. Sonst sind wir ewig arm. Und den Rest. Überleben braucht man nicht, Wissenschaft passt soweit eigentlich, Waffenlos brauchen wir auch nicht, Sprengstoff auch nicht, Sprache ist soweit eigentlich immer noch in Ordnung gewesen, Schleichen eigentlich auch, Nahkampfwaffen, auch Waffenlos, Nahkampfwaffen, ich dachte das gleiche, Medizin vielleicht, Energiewaffen, nee, die nutze ich eh wieder, 5 auf Medizin, dann noch mehr auf Schusswaffen, und ein paar auf Schusswaffen und ein paar auf Medizin, dann passt das. Und ich darf mir irgendwas aussuchen. Heller Kopf. Nee. Intensives Training. Mit dem extra intensives Training können Sie einziger Special-Attribute um einen Punkt erhöhen. Nee, das lassen wir mal. Lady Killer, Langzeitgedächtnis. Schnelles Nachladen. Das wird aber praktisch. Nibale, Run and Gun. Verständnis. Doppelten Bonus durch Magazine. Nee, blutiger Tod. Hm. 5% mehr Schaden und Ultra Uncut. Nee. Das klingt schon mal nicht schlecht. Präzision mit Schrotflinten. Revolvermann. Schatzsucher. Revolvermann würde ich als nächstes nehmen. Da wären wir auch nicht mehr so arm. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Aber... ich habe ja gesagt, ich zock's komplett uncut durch und das gehört da einfach dazu. Deswegen nehmen wir es jetzt. So, ich werde mal eine kurze Aufnahme. Pause einlegen. Nicht lange, nur ganz kurz. Was ist denn das hier?
Mal ganz kurz Pause. Bis gleich.